Jo, was geht? Well, you all look good, How do I look? I look like a model, like I work at Peckerwood, like a regular dreamboat. whatever. We all love banks, Especially the big ones that take big risks, because they just know that if they went under, we'd all be dead. Too big to fail. Great idea. Let's put it to the test. Well, this is a little something I came up with. I like to call it bank robbing with a social agenda, if you will. It's something I tell myself so I can get some sleep at night. Anyway, those overly leveraged turds at Pacific Standard Bank, they are going to be hit at their flagship branch. How are we going to do that? It's a little complicated, but there are some trucks that I need you to photograph. One of those trucks has a built-in transponder, and we need our transponder to blip out a don't explode signal to the die packs when we take them out of range of the Pacific Standard signal. Get it? All right, don't worry about it. Just photograph the trucks, and I'll tell you which one to hit. And once we've done that, we'll need to have the transponder programmed to Pacific Standard's frequency. Now, my signals expert, Avi Schwartzman, he's been on the run for years, you know, avoiding people, hold up somewhere in the middle of nowhere near North Chumash. You know, you go up there, you make nice, and you bring the device back, and then I will brief you on the rest. What do you say? Lass mal's angehen, wa? Die letzte. Schön, dass bei dir anscheinend die Cutscenes eher vorbei sind als bei mir. Nee, bei mir lief sie noch. Ach so. Ich habe nur gerade in die kleine Pause reingequatscht. Also, damit herzlich willkommen endlich zur letzten Banküberfall heißt und ich höre mich irgendwo doppelt. Heute mit am Start die Vanessa, der Flarek und auf Bewährung zumindest mal der Robin. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass wir es einrichten konnten. Heute sollen wir ein paar Transporter aufspüren und uns mal den Sender, der da drin verbaut ist, der die Fahrpatronen zum Nicht eben hochgehen bringt. Ausbauen. Das ist zumindest mal der Plan. Normal schwer. Schwer. Ich denke, wir machen. Wir machen es erstmal, wir machen die auf schwer und die nächste würde ich fast eigentlich schon wieder auf mittel oder auf leicht spielen. Also die wird auf schwer, glaube ich, eine Nummer wird auch hart werden. Ah, Robin und ich spielen. Vergiss es. nein, alles gut. Warte mal, wir haben Navigation, Fahrer. Nee, das passt eigentlich so. Okay, wir sind ja Navigation, das ist ja nicht schlimm, wir fahren ja nicht zusammen. Einer von uns bei euch im Team und einer von euch. Ja, nee, das passt alles gut. Nein, da kannst du nicht. Ach, das ist natürlich. Na gar nicht, weil das kann ja alle hören. Das heißt. Ich nehme Robin. Das ist doch, letztendlich ist es doch eh wurscht. Wir werden eh, aber ja, wir sitzen zwar eh zusammen, ist es egal. Ja, Vanessa, du bist Fahrer, ich bin Fahrer. Vanessa und Dominik sind, oder Flemmix sind Fahrer und genau, und Robin und ich fahren also in die Navigation. Damit wir uns nicht gegenseitig dazwischen quatschen, ihr könnt quasi mit den Pfeiltasten die Richtung angeben. Das heißt, vielleicht ist es so angenehmer, dass wir auch nicht direkt miteinander quatschen. Genau. Ja, Vanessa, du bist da hinten. Ah, warte mal, ich komm zu dir. Ja, warte. Ich steig dir gerne aufs Auto. Ich hab nichts gesagt. Ach so. Ja, wohin? Fahr erst mal rechts. Ja,
Terrify uses a signal on your phone to tell you when you're going in the direction of a target, but it's not very good on distances. Ach so. If the two teams communicate, Robert, du musst anscheinend das mit dem Handy irgendwie tracken. Ja. Über die Dings-App, über die Trackify-App. Weil das jetzt hier rechts gemacht. Fahr mal rechts. Ich hab's später gezeigt, sorry. Bald wieder. Ah, das ist natürlich sehr schön, Robin. Mach das eher mit den Pfeiltasten. Und ein bisschen eher wäre auch nett. Vanessa, jetzt links. da geht's runter. Ja, ich kann auch nur das eingeben, was mir die Trackify-App angibt. Warte mal, der Wagen hier? Mhm. Was müssen wir jetzt damit machen? Jetzt fahr mal nach links, wenn er da oben ist. Kannst du vormachen, Scheiße. Soll ich? Du sollst. Scheiße. Ja, die App ist super genau. Genau, dann fahren wir hier raus, links und dann wieder links. Dann sollte das gehen. Warte mal, geh mal rechts, fahr mal rechts. Da war das ist der Punkt relativ nah. Da, an der Ampel. Setz dich mal hinter das Fahrzeug, bitte. Ja. Nee, fahr mal ein Stück weiter weg. Ich sehe das Kennzeichen nicht. Stopp, dann wieder näher ran. Etwas näher ran. Weiter näher ran. Noch näher ran. Stücke noch. Stopp. Okay. Den haben wir. Fahren wir weiter geradeaus. Wir haben noch 6 Minuten, alles ist gut. So, die nächste rechts. Ich kann es nicht sehen, Dominik. Weiterfahren, immer weiter geradeaus fahren, solange ich nichts sage. Die nächste rechts. warte mal. Okay, ihr habt. Fahr weiter, alles gut. Jetzt links. Okay, jetzt rechts. Erstmal geradeaus fahren. Ah, ihr fahrt schon, seid schon wieder unterwegs zu dem anderen. Ihr zwei, sehr filmisch gerade. Fahrt ihr mal hinterher. Rechts. Wir haben dir schon. Okay, ihr seid schnell. Ja gut, ich stand ewig in dem scheiß Graben fest. In dem Kanal. Nee. Sehr schön. Jetzt warten wir kurz auf die Nachricht von Lester. Vanessa, ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, du hast deine Faken neu gemacht. Die sieht gut aus. Also drück auf Doppelfeiltasten nach unten und dann weißt jetzt du links. Schon. Ich hab dir den Weg markiert auf dem Transporter. Müssen wir jetzt die Karte klauen? Hä? Verstehst du? Soweit ich verstanden hab, ja. Ah, stimmt, du hast die Heist noch nicht gespielt, ne? Robin, soll ich fahren? Ich fahre. Okay. Vanessa? Alter. Robin muss wenden. Oh, sorry. Entschuldigung. Ist nicht schneller? Nein, das Ding ist übelst lahm. Ich geb Anschub. Oh.
Aber das ist doch eine gute Hilfe, oder? Ja, du beschleunigst mich, jetzt heißt das. Ein rasender Transporter. Amazon-Welle, wenn du die Same-Day-Lieferung um 20.59 Uhr Das Schlimme ist, also was heißt das Schlimme, aber das Traurige ist eigentlich mehr oder weniger, dass teilweise einige Fahrer genauso fahren. Ich erlebe es leider sehr häufig auf den Straßen, dass die fahren wie die letzten Henker. Nicht alle, aber einige. Ja. Also gerade wenn die mit DPD oder so liefern. Wobei bei Amazon ja meistens mit ja, Schleichwerbung und so DHL liefert. Der Rest der Geschirrweg brauchst du eigentlich keinen Anschub, aber ich schieb dich trotzdem an. Jetzt ab in die Höhe! Ich Rahmen. Yeah! Alter! Robin, du hast die Ausfahrt verpasst. Das ich sehe schon wieder kommen, dass jetzt hier... Mission fehlgeschlagen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hatte schon wieder Angst, dass irgendwie die Mission jetzt fehlschlägt. Ich wundere, dass meine Granate nicht noch hochgeht. Ja. Was für... Ich habe doch eine Granate geworfen und könnte in der Katze... Nein, als es in die Cutscene ging. Ich dachte gerade schon, Alter, what the fuck, was wäre denn, wenn es jetzt schief gegangen wäre? Ach was, ein bisschen Spaß. Und Troppen bekommt Platin, oder? Oh, ich... Ich kann Lotto spielen. Ja, weil er wahrscheinlich den Transporter gefahren hat, ja. Und weil ich drei Bilder gemacht habe. Das stimmt, ihr habt drei Transporter gemacht. Das kann natürlich auch sein. Ja, egal. Bei solchen Missionen ist es mir egal, weil da kann man halt nicht viel machen. Ich wollte eigentlich so nur Gold haben. Ja, du hast Platin. Du hast Platin, Platin ist wertvoller als Gold, oder? Besser. Nee, Platin ist wertvoller. Dings, das ist halt so eine Sache aus Minecraft, so der Robin geiert halt übelst auf Gold in Minecraft und so. Somit überträgt sich das so ein bisschen auf den anderen Spielen mit. Mir ist es persönlich relativ egal, weil ich da was da kriege. Dabei sein ist alles. Spaß haben ist alles. Das ist das Wichtigste, ja. Wollte gerade sagen, Hauptsache wir haben Spaß, ich meine... Wie gesagt, die nächste Mission, würde ich sagen, fast ist es sogar die schlimmste eigentlich. Die wir danach haben. Kev. Hä? Du kennst doch unsere Leistung. Bei schwierigen Missionen machen wir es eher einfach. Und bei einfachen Missionen machen wir es schwierig. Schon letztens, da haben wir privat die letzte Dosis gespielt oder so. Da habe ich den Transporter in die Luft gejagt, oder Dominik noch zum Schluss. Mich hat die... getötet, Dominik hat überlebt. Ja, aber das soll hier nicht der Fall sein, falls es so eine Mission nochmal gibt. Ja, aber Lisa, du kannst jetzt mal ganz kurz zu deinem Apartment fahren, wenn du dieses Haus... Ja, ich lade euch in den Job ein. Dann... Hey, geil, ich hab sogar noch ein Video. Was? Naja, meine Aufnahme läuft ja noch. Ich bin gerade von dem NPC angefahren worden, als ich aus dem Auto aufgestiegen bin, erstmal ein ordentliches Stück in die Luft geflogen. Robin, pass auf bitte mit den Autos, da steht auch mein Auto noch. Ja, ich habe aber von einem NPC-Auto gezählt. Ja, meins steht aber genau daneben. Und ja, der rote, der da steht, den solltest du auch nicht unbedingt hochjagen, das ist ein Spielauto. Ja, das ist mein Auto. Achso. Vanessa, gehst du in dein Apartment, du willst auch diese Klamotten haben, oder? Sorry, war keine Absicht. Okay. Ja. Das ist die Vegan. Ich habe so lange auf die gewartet und jetzt habe ich die endlich. Ja, nee, ist klar. Du hast jetzt erstmal. Du hast Cops hier dabei. Alter, Vanessa! Du musst doch nicht von unten mein Auto angreifen. Hast du. Guck mal, dass du dann schon eine SMS bekommst, dass wir direkt weitermachen können. Ja, ich gehe jetzt in mein Apartment direkt rein. Ja, dann machen wir das so. Dann geht's beim nächsten Mal. Oh, ich will, kein Wendy. Ich dachte, seine war durch gewesen. Dann geht's beim nächsten Mal direkt weiter mit der nächsten Mission.